Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal stempelhase.de. Ich bin Maren und möchte euch heute eine Pop-up-Karte zeigen. Wie genau die Technik sich nennt, kann ich gar nicht sagen. Ich habe diese Kartenform bei einer amerikanischen Demo gesehen. Die werde ich euch dann noch verlinken. Und ich fand das ganz witzig, dass einen der Hase oder das Schaf entgegenspringen kann. Sie hatte dazu Herzen genommen, aber ich dachte mir, für eine Babykarte ist das ideal. Dazu habe ich das Stempelset Osterschatz genutzt. Dieses kann man natürlich auch für Babys nehmen. Und der Stempelspruch "Willkommen auf der Welt, kleiner Schatz", der ist aus diesem Set herausgenommen. Das Gute bei der Technik ist, ihr braucht wirklich nicht viel Material. Ihr braucht gerade mal ein flüsterweißes Papier und ein Stückchen Designerpapier. Hier könnt ihr sehen, bei dieser Karte habe ich noch eine Lasche eingefügt, um einfach hinten die Technik zu verstecken, und dann kann halt eine Gutscheinkarte reingesteckt werden oder Geld. Ich denke mal, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und los geht's. Ihr braucht ein Stückchen Restpapier für den Wellenkreis. Der Durchmesser ist ungefähr 9 cm, ein Stückchen 2,5 x 10 cm, ein Stück 1,5 x 7 cm, Designerpapier 10,5 x 14 cm. Und zum Schluss ein Stück flüsterweißes Papier in den Maßen 10,5 cm mal 28 cm. Nun nehmt ihr euch das Falzbrett. Ich habe auf das Falzbrett das metrische Maß gelegt und an der langen Seite von dem Stückchen weißen Papier 10,5 mal 28 cm mache ich eine Falz in der Mitte bei 14 cm. Man kann das bei dem Video schlecht erkennen. Aber die Hälfte von 28 ist halt 14. Dann nehmt ihr euch den kleinen Streifen. Ich habe den, das ist ein Stückchen Restpapier von dem A4 Stückchen. Und falls das bei 2 cm, 4 cm und 6 cm, das ist der Streifen, der 1,5 x 7 cm ist. Dann gibt es ja noch einen zweiten Streifen, der ist 2,5 cm x 10 cm. Der wird bei 3,5 cm gefalzt. Weil 3,5 auf dem metrischen Maß nicht zu sehen ist, lege ich mir das bei 15 an und falze dann halt nach 3,5 cm. Die genauen Maße, und vielleicht mache ich noch eine Skizze, die findet ihr dann auch nochmal auf meinem Blog. So, das lange Stück wird jetzt gefalzt, das flüsterweiße Papier. Das ist jetzt unser Kartenrolling. Und die Falz ist ja bei 14 cm. Dann schlagt ihr euch das auf und da habt ihr ja jetzt eine Mittellinie. Ihr braucht jetzt ein Geodreieck und einen Bleistift. Das Geodreieck setzt ihr an der Seitenkante links unten an und zieht einen Strich bei 2 cm. Und die Mittellinie ist bei 0. Und dann setzt ihr sozusagen den Bleistift an und zieht von 0 bis 6 cm einen Bleistiftstrich. Markiert euch die Stelle. Weil ich nicht gerade schneiden kann, setze ich mir wirklich das Geodreieck nochmal an und ziehe mir den Winkel herunter. Das wird dann unser einziger Schnitt, den wir dort tun. Jetzt nochmal an die Mittellinie das Geodreieck ansetzen und jeweils bei 2 cm ein Pünktchen setzen. Einmal rechts und einmal links. Und diesen dann verbinden mit den oberen 2 cm, die wir uns markiert haben. Und wenn ihr dann jeweils die 2 cm verbunden habt, entsteht ein rechtwinkliges Dreieck. Das könnt ihr dann auch gleich sehen. Hier male ich nochmal den rechten Winkel an. Und wenn ich das Geodreieck anlege, seht ihr auch, es ist wirklich ein rechter Winkel. Das ist ganz wichtig, weil wir die Karte dann ja zusammenklappen müssen und ansonsten würde das nicht funktionieren. Ihr könnt auch andere Maße nehmen, aber denkt dran, ein rechter Winkel muss entstehen. Jetzt hatte ich mir ja bei 6 cm einen Strich markiert. Diesen schneide ich mir bis zu der oberen Linie an. Und jetzt fangen wir mit dem Knickmechanismus an, so dass die Karte dann hochpoppt. Ich nehme einfach mein Geodreieck noch einmal, lege das an meine Bleistiftlinie an und fahre mit den Falzbeinen
an der Linie entlang. Nehmt euch ein Moosgummi, eine weiche Unterlage, so dass ihr das Papier gut eindrücken könnt. Jetzt bei dem Strich an, also aufpassen, dass ihr nicht an der Kante zu doll aufdrückt, ansonsten reißt euch dort die Ecke ein. Das machen wir auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Und dann ist das so gut wie fertig. Damit die Bleistiftstriche nicht gesehen werden, radiere ich mir diese weg. So, und jetzt das Dreieck und die lange Linie einfach knicken, einmal reinknicken. Und das zweite entsteht ja schon fast. Jetzt noch einmal die lange Linie entlang falten. Und ihr habt dann wie einen Knick in der Karte drinne. So, ich achte jetzt nochmal, dass die langen Seiten wirklich Kante auf Kante sind. Man kann das auch nochmal, wenn man das jetzt nicht ganz winklig gemacht hat, noch einmal zurechtruckeln. Und mit den Falzbeinen das wirklich so machen, dass es dann auf alle Fälle winklig wird. Also wenn es ein bisschen ungenau ist, ist das nicht so schlimm. Und wenn ihr zu dolle mit den Falzbeinen aufdrückt, dann entsteht oben so eine leichte Kante. Das stört aber im Endeffekt nicht, weil dort kommt ja dann das Designerpapier drauf. Jetzt nehmt ihr euch den Streifen, der 1,5 cm x 7 cm ist und den wir bei 2, 4 und 6 cm gefalzt haben. Ihr habt dabei eine kurze Seite, die so kurz gefalzt ist, also 1 cm lang. Und die anderen sind ja alle 2 cm. Und ihr kürzt die längere 2 cm Seite ganz kurz ein, wirklich 2 mm. Einfach nur deshalb, dass das besser hält, so dass dann im Prinzip die Lasche nicht rausguckt. Ihr werdet das dann gleich sehen, wie ich das meine. Jetzt schiebe ich das erste Stück rein, die 2 cm, und der Knick sollte genau an der Außenkante von der Karte sich befinden. Jetzt einmal umschlagen. Ich schaue, dass der Streifen genau an meinem Schnitt entlang geht. So, und jetzt könnt ihr ja sehen, es entsteht schon ein Viereck. Und jetzt kleben wir uns den Streifen, der so ungefähr 1 cm lang ist, den kleben wir uns an. Ich nehme dazu Flüssigkleber, weil mit dem Flüssigkleber, da kann man noch ein wenig hin und her ruckeln. Jetzt auf der Außenfläche einmal Tombo anbringen. Wer mag, kann jetzt auch die Pinzette nehmen und sich das zurechtruckeln. Die kleine Kante knicke ich mir ein und dann seht ihr, da liegt Falz auf Falz und wenn man das hochklappt, entsteht wie ein Viereck. Und jetzt ist aber ganz wichtig, ihr müsst den Mechanismus wirklich einmal nach rechts und einmal nach links klappen und so das optimale Maß finden, dass es auf der einen Seite wie auf der anderen Seite gut klappen kann und keine Wulste entstehen. Wenn doch ein kleiner Wulst entsteht, dann klappt es nach rechts und fahrt noch einmal mit dem Falzbein drüber weg und dann einfach wieder rechts, links ausprobieren und irgendwann merkt ihr, dass es genau die Mitte ist, die ihr halt festkleben müsst. Ihr könnt ihr sehen, einmal jetzt nach rechts. Ich fahre noch einmal mit dem Falzbein drüber weg. Und wenn man das zusammenklappt, darf halt auch keine Wulst entstehen. Also, dass das halt wieder gerade ist. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. So, fertig ist.
das alles. Hier kommt dann später unser Pop-up aufgeklebt. Ich mache jetzt schon mal ein Kreuz, damit ihr das wisst. Das Kreuz macht sich dann auch gut, wenn man dann die Karte komplett zusammensetzt. Da weiß man immer, dort muss der Kleber dran. Jetzt ist ja bei der Karte so ein Schnitt entstanden, den man verdecken kann. Dazu nehmt ihr euch einfach ein Stückchen flüsterweißes Papier. Das hatten wir ja in den Maßen 2,5 cm x 10 cm und bei 3,5 cm gefalzt. Und ihr fahrt jetzt einfach mit dem Leimstift an den Kanten entlang. Das gleiche macht ihr jetzt noch mit dem langen Teil. Auch die eine Seite unten mit Kleber benetzen, ankleben. Und wichtig ist, wirklich den Mechanismus freilassen. Den dürft ihr natürlich nie festkleben. Jetzt wieder schauen, dass das eine senkrechte Linie ist oder waagerechte Linie. Dass die Kante auf Kante liegt. Und dass man natürlich noch das kleine Stückchen umknicken kann. Ich ziehe das jetzt noch einmal mit dem Falzbein nach, damit das wirklich gut klebt. Jetzt die 3,5 cm umklappen und wieder das Dreieck bekleben. Ihr könnt das ja gut sehen, wo ich den Leim lang mache. Jetzt ist ganz wichtig, die Karte aufklappen. Weil wenn ihr die im geschlossenen Zustand so lasst, dann macht das kleine Bibusteil einfach einen Bogen und ihr könnt das nicht mehr richtig auf- oder zuklappen. Also zuklappen geht ja dann wahrscheinlich, weil ihr es so festgeklebt habt. Aber wenn man das dann aufklappt, dann ist dann wieder so ein hässlicher Wulst. Hier könnt ihr nochmal sehen, das habe ich nicht angeklebt. Ganz wichtig. Also wenn ihr das klebt, wichtig, immer mal hin und her bewegen. Hier zeige ich bloß nochmal, also das muss unbedingt offen bleiben, sonst funktioniert es nicht. Ja, jetzt kommt schon die Deko. Einmal Designerpapier aufgeklebt. Das Designerpapier hat die Maße von 10,5 x 14 cm. Hier nehme ich wieder meinen Tombow und klebe vollflächig diesmal alles an. Wenn ihr das nicht macht, könnte das sein, dass dann der Kreis so aufklappt. Aus dem Grund wirklich überall Leim dran, dass wenn wir das dann ausstanzen, dass das nicht so an den Seiten aufklappen kann. Hier habe ich einen Wellenkreis, der ist ungefähr Durchmesser 9 cm und der Stickmusterkreis ungefähr 7 cm. Ich habe das mal ausgemessen. Schaut einfach mal, ob ihr solche Wellenkreise oder solche Kreise habt. Den innersten Kreis vom Stickmusterkreis, den markiere ich mir mit einem Bleistift. Danach nehme ich mir die Big Shot, klappe die Karte auf. Ganz wichtig, dass ihr die Karte aufklappt, weil sonst habt ihr das ja im unteren und im oberen Teil ein Loch. Wir wollen ja nur das obere Teil mit einem Loch versehen. An meiner Bleistiftmarkierung setze ich jetzt den Kreis an. Die Acrylplatte wird aufgelegt und jetzt geht es durch die Big Shot. Und das ist natürlich kein Abfall, was dann entsteht, sondern das wird zum Schluss noch ein Anhänger. Ganz am Ende könnt ihr dann den Anhänger sehen. Jetzt haben wir ein Guckloch kreiert und ein wenig Deko kommt noch oben drauf. Dazu nehme ich mir den Wellenkreis, den inneren Kreis. Ich mittel das ungefähr aus, dass rechts, links, oben und unten der gleiche Abstand ist und durch die Magnetplatten hält es ganz gut. Ansonsten macht euch ein Klebeband drauf, so dass es nicht verrutschen kann.
Und jetzt brauchen wir jetzt alle zwei Teile. Einmal den Rand und den kreisrunden Kreis halt. Kreisrunder Kreis, was für ein Quatsch. Den Kreis halt. Jetzt wird der Außenrand angeklebt mit Tombow. Da könnt ihr wieder sparsam sein, dass das nicht herausquetscht. Und einmal festkleben. Für mich sieht das dann immer aus wie so eine Blume. Jetzt klappe ich mir den Mechanismus so, dass ich das Kreuz in der Mitte habe. Und dieser Kreis wird jetzt aufgeklebt. Vorher beginne ich mit der Deko. Dann nehme ich mir ein Fingerschwämmchen und Babyblau. Ich kreiere einen Verlauf, indem ich das Fingerschwämmchen von innen nach außen bewege. Ich mache das deshalb, damit man den Absatz, wenn man das Fingerschwämmchen aufsetzt, sieht man immer noch mal die Druckstelle. Und dass man das nicht sieht, habe ich das immer in der Mitte aufgesetzt und mache den Farbverlauf halt nach außen. In Memento Schwarz kommt der Babyspruch. Setzt ihn so weit wie möglich unten auf, damit noch das Häschen oder das Schaf Platz hat. Denn das Wichtige ist, wenn wir das Schäfchen oder den Hasen aufkleben, es darf nicht über den Wellenkreis drüber rausgehen. Ansonsten klappt die Karte nicht auf. Also es muss sich alles innerhalb des Kreises bewegen. Den Hasen habe ich schon mal vorkoloriert. Leider sieht man das Glitzerzeug nicht. Ich habe Wink of Stella genommen. Dadurch erhält der Hase einen kleinen Schimmer. Und damit es nicht zu bunt wird, wurde der Hase in Stampin' Blends in Grau angemalt. Also mit Alkoholmarkern. Jetzt zwei Abstandshalter auf den Hasen. Und nochmal gesagt, wichtig, die Ohren dürfen oder alles, was ihr da drauf klebt, darf nicht über den Kreis zeigen. Ansonsten geht die Karte nicht auf. Darum setze ich den Hasen so weit wie es geht unten auf. Ich biege mir nochmal die Öhrchen nach oben und die Beine, damit das nochmal so schön herhochkommt. Ihr seht ja, also es sind die identischen Kreise. Das habe ich nur noch mal draufgelegt, damit ihr das seht. Und hier oben lasst wirklich in Millimeter Platz, weil sonst könnt ihr die Karte klemmen. Also einen Hauch Luft lassen, aber auch nicht zu viel, sonst klemmt es unten. So, ich gucke nochmal, ob der wirklich auf und zu geht. Das passt soweit. Ich lasse das noch ein wenig antrocknen, setze jetzt meinen Acrylblock oben auf und nehme mir jetzt das Band. Um das anzukleben, benutzt einfach doppelseitiges Klebeband. Einfach das Band umdrehen und das doppelseitige Klebeband anbringen. Den Schutzstreifen abziehen und dann so hinsetzen, wie es euch am besten gefällt. Jetzt die Kanten abschneiden. Dazu drehe ich einfach die Karte um und schneide mir das ab, bündig. Damit es mir jetzt nicht hochpoppt, habe ich jetzt nochmal den Acrylblock aufgelegt. Eine Schleife binden. Ich stelle mich wie der erste Mensch an. Wird ein wenig zu kurz meiner Meinung nach und zu klein. Macht es besser. Ich friemel hin und her, bis es mir gefällt. Aber es müsste eigentlich meiner Meinung nach ein Ticken größer werden.
Ich erlöse euch gleich von meinen Schleifengedöns. Ein Schnipp und noch ein Schnapp. Und die Schleife ist ab. Und um die Schleife festzumachen, habe ich mir einen Klebepunkt genommen. Ich habe andere Klebepunkte als die von Stampin' Up, weil meiner Meinung nach halten die nicht so gut das Schleifenband. Aber ihr könnt das natürlich auch mal mit Leim versuchen. Ich habe es mir noch nicht getraut. Ich habe mir wirklich einen kräftigen Klebepunkt genommen. Klebe das fest. Jetzt kommt natürlich noch ein wenig Glitzer auf die Karte. Der Hase wird vom Acrylblock befreit. Die Klebepunkte werden aufgesetzt. Da es meiner Meinung nach nicht genug glitzern kann, setze ich einige Punkte. Und nun ist die Karte fertig. Ich versuche, den Wink auf Stella euch zu zeigen, aber ich habe kein Glück. Ihr müsst euch einfach denken, dass der Hase auch glitzert. Hier sind die anderen Karten und ihr seht, sieht genauso aus. Was mich wirklich interessieren würde, wie diese Kartentechnik heißt, mit dem Pop-Up-Element. Ich nenne es jetzt einfach Pop-Up-Karte mit Fenster. Ob das die richtige Bezeichnung ist, ich habe keine Ahnung. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare reinschreibt und ich einfach ein wenig schlauer werde. Jetzt habe ich unsere gebastelte Karte in der Hand. Wenn das nicht gleich funktioniert, falzt einfach nochmal die Linien nach und macht das ein, zwei, dreimal auf. Dann geht das auf alle Fälle. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ihr findet alle Infos auf meinem Blog und natürlich unten auf meinem Kanal in der Infobox. Habt ihr Fragen, meldet euch einfach unter meinem Kontaktformular stempelhase.de. Also ihr findet meinen Blog sozusagen unter www.stempelhase.de. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüssi!